Fares, heute haben wir dich, ich glaube, das erste Mal, ich zumindest persönlich, in Dreiviertel, in einem Tight gesehen. Statt Badehose, war das die richtige Entscheidung heute? Ja, es war noch einmal viel zu wenig. Also ich hätte wahrscheinlich die Bademütze auflassen sollen und was weiß ich, noch einmal eine Jacken drüber ziehen. Also ich habe einfach jämmerlich gefroren am Rad, trotz der vielen Höhenmeter, wo du dich ja voll anstrengst und teilweise 400 Watt fährst. Ja, grausam heute. Du hast gesagt, du gibst Vollgas heute im Hinblick auf Hawaii, willst dich mal austesten. Hast du aber deswegen ein bisschen lange mal vorsichtiger getan, weil die Straßen so nass waren? Ich bin technisch relativ vorsichtig gefahren, habe überhaupt nichts riskiert, mich nicht in die Kurven reingelegt und so. So von der Härte her bin ich schon alles gefahren, was noch im Tank war. War auch ehrlich gesagt sehr zufrieden mit meiner ersten Runde. Dann kam allerdings beim zweiten Mal Anstieg die Auflösung. Und das hat man am SM auch gesehen, dass die Wattzahlen deutlich nach unten gehen. Und ich dachte eigentlich, ich werde dann übelst verdroschen. Aber alle die anderen sind auch nur Menschen und sind auch alle langsamer geworden. Und das war dann sehr beruhigend. Beim Laufen war dann einfach gar nichts mehr los mit mir. Und ich glaube, die letzten 10 Kilometer, 45 Minuten oder so, Todesmarsch. Aber du hast ja trotzdem noch Plätze nach vorne gut gemacht. Motiviert es dann nochmal? Ja, schon. Ich meine, es ist natürlich auch ganz gut, dass hier sozusagen immer noch Leute vor dir sind, sowohl Frauen als auch die von der Kurzdistanz. Das war ganz lustig dann. Auch die Stimmung ist gut an der Strecke. Also ich war sehr, sehr zufrieden damit und ja, ich habe gegeben, was halt noch im Tank war. Aber ich habe im Moment zu wenig Substanz für den Wettkampf hier. Du warst vor 12 Jahren hier schon mal bei der Deutschen Mitteldistanzmeisterschaft. Wenn du den Wettkampf von damals mit heute vergleichst, deine Performance? Ah, damals dürfte ich besser gefahren sein am Rad. Aber ich denke, vom Laufen her war es damals auch nicht viel besser, weil da habe ich mich auch aufgelöst. Da hatte ich natürlich ja, die Euphorie des Führenden, der Führende zu sein, was sehr cool war. Aber mei, ich werde halt auch nicht jünger. Ja, Iowa Triathlon ist ja jetzt im neuen Konzept hier draußen am See. Wie hat dir das alles gefallen? Keine zwei Wechsel oder schon zwei Wechsel, sondern war alles relativ nah beieinander? Ja, das ist natürlich gut. Ist sehr zuschauerfreundlich, ist athletenfreundlich, kurze Wege, alles hier drumherum. Strecke ist schön, kann man gar nicht sagen. Einmal gibt es ein Stück am Radweg, am Radweg fahren mit dem Rad, das ist nicht ganz so gut, aber im Großen und Ganzen alles top. Bei dir in 5 Wochen ist Hawaii oder in 6 Wochen besser gesagt. Wie geht es bei dir jetzt im Fahrplan weiter? Ja, jetzt werde ich mich kurz erholen und dann muss ich mal ein bisschen Umfang schrubben. Sonst wird es schwierig auf Hawaii, weil da kann ich sonst in Waikoloa dann gleich wegbiegen ins Hotel. Also da muss noch was passieren. Ich habe da allerdings auch noch 2 Wettkämpfe. Ich mache noch Schanden, Kurzdistanz und Rügen in 70.3. Das heißt, es wird im Training jetzt in erster Linie Umfang gemacht. Nicht so viel Härte, weil die Härte hole ich mir in den Rennen. Hat das jetzt einen Einfluss, dass du jetzt eine kleine Familie hast, auch in der Vorbereitung, also ins Trainingslager wegfahren und so? Ja, natürlich. Ich fahre jetzt zum Beispiel nur 4 Wochen in die USA. Eine sehr kurze Vorbereitung dieses Mal auf Hawaii. Es muss einfach mehr daheim passieren. Und, aber ich werde es eben versuchen, so hinzudeichseln, dass es einigermaßen passt. Dann wünschen wir dir, dass du das gut deichselst und sehen uns dann auf Hawaii wieder bei noch etwas wärmeren Temperaturen hoffentlich. Gott sei Dank ist da wärmer. Danke.